So, da ist jetzt meine Aufnahme abgekackt. Training haben wir gemacht. Wir haben das Ding tatsächlich gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. Ich komme jetzt auch keine Transferanfrage mehr, leider. Anscheinend hätte ich es echt annehmen sollen, das Angebot. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Alles klar, das ist in der Startformation. Es geht gegen Barcelona. Ja, das wird doch ein spannendes Spiel. Hier zeige ich mal, was ich kann. Dann bringt mir doch mal ein Angebot hier vor. Mann. Das ist doch mal ein Spiel. Zu Barcelona würde ich einfach so gehen. Einfach so, zack, weg nach. Hey. Ist halt unfair, da komme ich nicht hinterher, Mann. Barcelona gegen Mainz. Das wird ein Spiel. Iniesta, Arda. Wo ist Messi eigentlich mittlerweile? Spielt er da noch? Damini Alves, Arda. Wer zum Teufel ist Arda? Hallo Bubic, Nin Yang. Gott. Okay, ich freue mich auf diese Partie. So, Kenka am Ball, Kenka gegen Barcelona. Was für ein Spiel. Kenka und Tor. Dum 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 dum. Alles klar. Da führen wir schon mal gegen die Katalanen. Das ist doch schön, schön, schön zu sehen. Ach ja. Nin Yang. Auch ein sehr starker Spieler. Ich glaube, weil ich mich immer auswechseln lassen habe, deswegen haben sie mir da so ein bisschen jetzt keine Angebote vorgelegt. Glaube ich mal. Oder es will mich wirklich keiner wieder verpflichten. Das kann auch echt nicht sein. So, wir rennen natürlich mit, kriegen den Ball und hauen einfach mal drauf. Gott, weil wer bei Barcelona mittlerweile alles spielt. Ich will jetzt mal wissen, wer da noch spielt. Nein, das ist falsch. Nein, ich will das andere wissen. Bewertungen, genau. Mainz. Also, Neymar, Nin Yang. Okay, das wollte ich wissen. Ach ja. Ich bin jetzt einfach gegen. Ach Gott. Oh, Mama Mia. Dortmund, ich glaube, ich hätte Dortmund gehen sollen. Ich glaube, ich hätte zu Dortmund gehen sollen. La 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 la. Und Bravo hält. Es gibt Elfmeter. Darf ich den schießen? Tatsächlich. Scheiße, und er war richtig schlecht geschossen.
Ach komm, der war richtig schlecht geschossen. Bayern, ich würde so verdammt gern zu Bayern. Ich denke mir immer wieder, ich hätte das Angebot vielleicht doch annehmen sollen. Ich kriege immer eins aus der Bundesliga. So, und vor, weil ich da halt den meisten, eigentlich auch den meisten Bezug dazu habe, aber ich bin mir halt so unsicher. Aber ich da dann halt immer hingehen. Ach komm. Es gibt Ecke. Ich sehe Mali schon gar nicht mehr auf dem Spielfeld. Wo ist der eigentlich? Haben sie den jetzt ernsthaft verkauft, den Mali? Der gute alte Mali. Schade. Schade, dass der weg ist. Schade, schade. Jordi Alba. Hallo, Lovic. Iniesta. Kenka. Kenka. Oh. Oh. Ich habe ihn halt jetzt echt viel mit. Weil ich hier einfach nur so schnell wie möglich die Partie nicht vorbei haben möchte. Und so gut wie möglich eine Bewertung, aber halt, es geht zwar auch Ausdauer schon in der Nien Yang vorbei, okay. Barcelona, das wäre auch so eine Mannschaft, wo ich echt gern hingehen würde. Nein! Mann! So, jetzt schieße ich noch eins, komm. Ach komm! Das könnt ihr besser. Das könnt ihr besser. Iniesta Arda. Der Spieler interessiert mich, dieser Arda. Wo sie den her? Oder wer zum Teufel das überhaupt ist. Wahrscheinlich auch so einer wie ich. Youngster Mascherano. Ach komm. Da so ein bisschen unfair getackelt. Komm, Kenka. So, auf jeden Fall als Europa League Sieger gegen Mainz, gegen Dortmund. Barcelona zu gewinnen und ich der Torschütze. Das ist doch wieder wegen Marktwert steigen der Ninjang. Sehr gut aufgelegt auf Ada und simulieren wir die ganze Partie. Ich weiß nicht, wie es ausging, aber wir werden es gleich in den News lesen. Ich bleibe nicht. Ich bleib nicht, wer sagt das? Das jüngste Gerücht auf dem Transfermarkt. Kenka will Mainz verpflichten.
Na. Alles klar. Ich habe aber nichts erhalten. Aber wir gehen immer so ein bisschen Everton. Ja, wir gucken einfach mal nach. Wie kann man das nochmal nachschauen, das letzte Jahr? Everton. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Ciao, Leute.